13.45 Uhr, guten Tag hier bei Welt. Und Lena, wir schauen jetzt gleich in den Bundestag, denn wir warten das Live-Statement von Sarah Wagenknecht, warum sie als Fraktionschefin der Linkspartei nicht mehr antreten wird. Ganz genau, wir schauen auf das Live-Bild. Hier kommt sie, tritt an die Mikrofone. Gestern die Meldung war ein Paukenschlag, jetzt hören wir die Erklärung. Und sie ist gemeinsam mit Dietmar Bartsch gekommen, das ist die EKRO-Fraktionschef. Jetzt geht's los. Liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen unserem heutigen Pressestatement vor der Fraktionssitzung. Aus Gründen heute mit beiden Fraktionsvorsitzenden und Sarah Wagenknecht hat das Wort. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie auch. Und normalerweise erläutern wir Ihnen hier, welche Anträge wir in der Sitzungswoche einbringen und welche Kommentare wir zu aktuell politischen Dingen haben. Das können wir auch gerne noch machen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass Sie jetzt erst einmal doch etwas anderes hören wollen. Deswegen sage ich natürlich auch etwas zu dem, wovon ich gestern den Fraktionsvorstand und auch die Fraktion informiert habe. Es ist Ihnen bekannt. Ich habe dort bekannt gemacht, dass ich mich entschieden habe, bei der Neuwahl der Fraktionsspitze, die ja in diesem Jahr ansteht, nicht wieder zu kandidieren. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, die Gründe dafür sind schlicht, dass meine Gesundheit mir Grenzen gesetzt hat. Und wenn man solche Grenzen erlebt, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo man dann doch merkt, wenn man den Warnschuss nicht ernst nimmt, dann geht das nicht gut aus. Und das war für mich dann nach einer Abwesenheit jetzt von fast 2 Monaten, in der ich krank war, doch der Punkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt etwas zurückzutreten. Das heißt nicht, dass ich aufhöre, politisch zu arbeiten. Das heißt nicht, dass ich mein Mandat niederlege. Das werde ich alles weiterhin tun. Ich bleibe auch ein politischer Mensch. Und ich werde mich selbstverständlich auch weiter engagieren für die Dinge, für ein soziales Land, für meine Überzeugungen. Und werde ja selbstverständlich auch in diesem Jahr Termine wahrnehmen, auch in den anstehenden Wahlkämpfen. Aber ich musste eben doch gucken, was noch geht und was nicht geht. Und einen bestimmten Grad an Dauerstress, das wollte ich in dieser Form jetzt dann zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr weitermachen. Ich sage auch rückblickend, ich sehe sehr gern zurück auf diese Zeit, die ja immer noch anhält, wo wir beide diese Fraktion führen. Ich habe sehr gern das mit Dietmar Bartsch gemeinsam gemacht. Wir haben, denke ich, auch in diesen 3,5 Jahren einiges erreicht. Wir haben einen Wahlkampf gemeinsam bestritten, bei dem die Linke zugelegt hat. Und insoweit ist das auch eine Zeit, die ich persönlich als wirklich auch Bereicherung meines Lebens empfinde. Und jetzt kommt dann eben für mich ein neuer Abschnitt. Ich freue mich auch, jetzt gleich in die Fraktion zu gehen. Wir werden heute zum Beispiel sehr interessante Gäste haben, nämlich junge Menschen, die sich bei Friday for Future engagieren und dort für eine andere Politik und für ein Ernstnehmen endlich der ökologischen Herausforderung streiten. Das wird heute auch direkt Thema in der Fraktionssitzung sein. Und ich denke, ich kann auch vielleicht noch eins sagen, was mich gefreut hat, waren die vielen sehr solidarischen und auch sehr verständnisvollen Reaktionen, die ich bekommen habe, auch aus den eigenen Reihen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich bin ehrlich gesagt erleichtert, wie die Entscheidung auch aufgenommen wurde. Es ist ja nicht ganz leicht, so etwas zu sagen, Menschen zu sagen, die darüber dann vielleicht enttäuscht sind, vielleicht auch verärgert sind. Und ich muss sagen, es ist wirklich die Art, wie reagiert wurde, das hat mir gut getan und darüber bin ich sehr froh und bin auch ganz froh, dass der Tag gestern jetzt vorbei ist. Dietmar Bartsch. Ja, von mir nur ganz kurz. Michael Schick hat darauf hingewiesen, dass es nur besondere Pressekonferenzen gibt, wo wir gemeinsam hier stehen. Das war zu Beginn, das war zwischendrin mal. Ich will eine Bemerkung machen, weil mir das wichtig ist, zu unserer Fraktionssitzung. Weil ich bin schon einigermaßen stolz, dass heute die jungen Leute bei uns sind von Fridays for Future. Das ist eine tolle Sache. Die kommen direkt von der Bundespressekonferenz, wo sie mit Wissenschaftlern aufgetreten sind. Ich glaube, das ist auch ein Stück Wertschätzung. Wir werden dort auch
auch eine Positionierung vornehmen. Das ist wirklich ein Punkt, der wird heute leider untergehen, aber ich will ihn dann schon ausdrücklich hier erwähnen. Ansonsten bleibt mir nur Folgendes zu sagen. Ich glaube, dass wenn, wie Sarah Wagenknecht das ja klar und deutlich gesagt hat, gesundheitliche Gründe die Rolle gespielt haben für ihre Nichtwiederkandidatur, dann gibt es nur eins, dem hat man Respekt zu zollen. Da kann es weder Häme noch Ähnliches geben. Das war auch gestern im Fraktionsvorstand so, dass das entsprechend positiv in Anführungsstrichen zur Kenntnis genommen worden ist, ohne jegliche Häme, ohne mit einer großen Nachdenklichkeit. Ich finde das vernünftig. Sarah Wagenknecht hat darauf hingewiesen, dass gerade die Reaktion, also ich will zumindest mal, weil mich das schon positiv beeindruckt hat von anderen Parteien, dass Christian Lindner sich so geäußert hat, dass Katrin Göring-Eckert, also Kollegen von uns, dort mit einem größeren Anstand als manche Kommentatoren reagiert haben. Ich finde, dass das angemessen ist. Es ist so, dass es eine Nichtwiederkandidatur gibt. Der nächste Abschnitt allerdings geht bis zum 23.05. Da haben wir die Kommunalwahlen, da haben wir die Europawahlen und die Wahlen in Bremen. Und da werden auch wir beide uns engagieren für gute Ergebnisse. Und sicherlich wird es auch danach so sein, dass wir an vielen Stellen gemeinsam agieren werden. Zu den gemeinsamen 3,5 Jahren. Ich will das nur in Kürze wiederholen. Also ich erinnere mich gut, als wir das damals geworden sind, und der eine oder andere von Ihnen kann ja noch mal nachlesen, wie die Prognosen waren, wie lange das gut gehen wird. Und die waren teilweise ganz schön niedrig, die Zeiträume. Also dass es nach Gysi dann einen Niedergang geben wird, das war ja sowieso für jeden klar. Das ist alles nicht der Fall. Wir können auf eine vergleichsweise erfolgreiche Zeit zurückblicken. Natürlich, das wissen Sie alle, haben Sie aufmerksam begleitet, hat es auch viele Konflikte gegeben, das ist völlig in Ordnung. Das macht auch eine linke Partei aus, aber insgesamt ist das Resümee, wenn es dann irgendwann mal Neuwahlen gibt, das ist ja noch ein bisschen hin, für uns ein gutes. Herr Schärfer, Sie hatten die erste Frage. Können Sie sagen, wie lange Sie sich damit beschäftigt haben, bis Sie zu diesem Schritt dann gekommen sind? Und wie viel Zufall ist dabei, dass es genau auf den Tag 20 Jahre nach dem Rückzug Ihres heutigen Mannes verkündet worden ist, als er sich zurückgezogen hat vom Parteivorsitz der SPD und als Finanzminister? Aber wichtiger wäre mir einfach, wie lange Sie sich schon mit diesem Gedanken tragen, dann nicht wieder anzutreten als Fraktionsvorsitzende. Ja, ich war knapp 2 Monate krank und in der Zeit hatte ich zum einen natürlich einfach auch Zeit, über Dinge nachzudenken, über die man, wenn man im Dauerstress ist und von Termin zu Termin hetzt, wenig nachdenken kann. Und ich habe einfach auch gespürt in der Zeit, weil die Ursachen dafür waren in erster Linie Stress und Überlastung. Also das war der Auslöser, dass ich so nicht weitermachen kann. Also wenn man so lange Zeit ausfällt, muss man sich ja auch fragen, ob man dann eine Funktion wirklich noch so solide weitermachen sollte. Also im eigenen Interesse, aber auch im Interesse natürlich derer, die einem diese Verantwortung übertragen haben. Und deswegen war das jetzt über diesen längeren Zeitraum, wo ich zu Hause war, wo ich auch tatsächlich relativ, ja, also kaum an Dingen erstmal teilgenommen habe. In diesem Zeitraum ist diese Entscheidung gereift. Irgendwann war sie getroffen. Und ehrlich gesagt, das mit dem Datum ist ein wirklich ziemlich blöder Zufall, der mir leider zu spät aufgefallen ist. Nur es war so, ich war gestern den ersten Tag wieder gesund geschrieben. Und ich konnte ja schlecht zurückkommen, jetzt eine Woche Sitzungswoche machen, als wäre nichts geschehen, und hätte Ihnen in der nächsten Woche erzählt, was ja für mich feststand. Und deswegen hat mich das sogar irgendwie geärgert, dass das jetzt auf diesen Tag fällt, weil das natürlich dann so Parallelen aufmacht, die ja völlig unsinnig sind. Außerdem sind die Entscheidungen ja auch nicht vergleichbar. Also ich habe gestern ja nicht angekündigt, von allen Funktionen zurückzutreten und mein Mandat zurückzugeben, sondern ich habe lediglich gesagt, ich werde nicht erneut kandidieren, was aber überhaupt nicht bedeutet, dass ich mich jetzt nicht weiter politisch engagieren werde. Das tue ich auf jeden Fall, eben nur in einer anderen Position und in einer für mich dadurch sicherlich in etwas anderen Situationen. Sie haben noch eine Frage. Frau Wagenknecht, haben Sie schon eine Vorstellung, wie Ihre politische Neuausrichtung nach dem Herbst dann aussehen wird, mit Blick auf Ihr Mandat? Geht das noch was darüber hinaus? Und was bedeutet Ihr Rückzug für eine mögliche Neuausrichtung der Fraktion? Ja, über eine Neuausrichtung der Fraktion muss natürlich, wenn sie gewünscht wird, die neue Fraktionsspitze entscheiden. Das ist nicht meine Entscheidung.
ich werde so, wie ich das ja sehr viele Jahre meines Lebens gemacht habe, politisch dann als Mitglied dieser Fraktion arbeiten. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe ja viel längere Zeit, war ich politisch aktiv, war Mandatsträgerin, als diese 3,5 Jahre, die ich jetzt Fraktionsvorsitzende bin. Und natürlich kann man auch als einfacher Abgeordnete etwas bewegen. Ich werde weiter Veranstaltungen machen. Ich hoffe, dass ich in Zukunft endlich wieder mehr Zeit habe, auch zu publizieren, auch zu schreiben. Das war ja in den letzten Jahren überhaupt nicht möglich. Und auch das ist ja ein politisches Statement. Also auch so kann man, oder hoffe ich, da in Diskussionen eingreifen zu können. Und das ist mir wirklich auch ein Bedürfnis. Also ich werde jetzt kein unpolitischer Mensch, der sich irgendwie aus allem zurückzieht und sich für die Dinge, die sich in diesem Land bewegen oder eben auch nicht bewegen, nicht mehr interessiert. Ich möchte auch noch etwas bewegen. Das ist also, hat sich mit der Entscheidung nicht verändert. Vielleicht kann ich eine Bemerkung zur Neuausrichtung der Fraktion machen. Es wird keine Neuausrichtung der Fraktion geben. Wir alle sind auf der Grundlage eines Wahlprogramms gewählt. Das gilt für uns, das ist die Maßgabe. Wir haben hier gemeinsame Entscheidungen als Fraktion für unsere Marschrichtung für die 4 Jahre getroffen. Und an denen wird sich grundsätzlich nichts ändern. So, Herr Herden jetzt. Bei Ihrer Entscheidung, haben Sie gesagt, Stress und Überlastung, welche Rolle haben die Auseinandersetzungen auch in der Partei in den letzten 1,5, 2 Jahren gespielt? Und an Herrn Bartsch, wie geht es jetzt weiter? Muss man mit vorgezogenen Fraktionsvorstandswahlen rechnen? Also Stress ist immer vielfältig. Zu Stress trägt vieles bei. Es gibt sicherlich auch positiven und negativen Stress. Und der letztere ist vielleicht der, der einen dann auch mehr zermürbt. Aber ich finde jetzt im Rückblick da nicht sinnvoll, dort jetzt zu differenzieren. Es war einfach eine sehr anstrengende Zeit. Es war eine, die mir auch wirklich ja an die Substanz gegangen ist. Und daraus ist diese Entscheidung resultiert. Was das Thema der Wahlen anbetrifft, ich habe das gesagt, die nächste Etappe geht bis zum 23.05. Da haben wir die bekannten Kommunalwahlen, Europawahlen und die für uns wichtigen Wahlen in Bremen. Und wenn die Wahlen vorbei sind, werden wir dazu Entscheidungen treffen und auch Termine festlegen, wann es Neuwahlen gibt und was dazugehört. Frau Kretjan. Herr Bartsch, aus der Fraktion sagen sehr viele, dass Sie sich wünschen würden, dass Sie alleine weitermachen. Treten Sie denn auf jeden Fall wieder an und könnten Sie sich eine alleinige Rolle als Fraktion Ich habe gerade eben gesagt, wiederhole das gern, die nächste Etappe ist bis zum 23.05. Da sind wir beide Fraktionsvorsitzende und da werden wir mit vollem Engagement diese Wahlkämpfe bestreiten und danach werden entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Dass es immer viele Wünsche gibt, es gibt auch diejenigen, die sich vielleicht wünschen, dass ich das nicht mache. Also das ist, so ist das halt in unserer Fraktion, sind 69 verschiedene Individuen, aber diese Entscheidungen werden dann getroffen, wenn sie anstehen. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir haben Gott sei Dank die Situation, beide auch einen Beitrag geleistet, andere auch, dass wir eine Vereinbarung im November getroffen haben, dass wir gemeinsam agieren, uns auf die politischen Konkurrenten konzentrieren und so in die Auseinandersetzung dieses Jahres gehen. Die sind für uns wichtig, das ist für die Linke ein Schlüsseljahr. Und wenn es ein Schlüsseljahr ist, dann hat man sich auch genau so zu bewegen. Herr Meisner. Mich würde interessieren, ob Sie sich in den vergangenen Monaten von Parteifreunden oder Parteifreundinnen gemobbt gefühlt haben. Auch wissen Sie, das kann jeder von Ihnen beurteilen. Die Dinge, die stattgefunden haben, sind alle öffentlich. Welchen Begriff man dafür findet, das kann jeder für sich entscheiden. Bitte. Frau Wagner, wissen Sie eigentlich, dass SPD-Politiker wie zum Beispiel Johannes Kahrs sagen, mit ihrem Rückzug aus der Parteispitze können wir jetzt auch über mögliche rot-rote Bündnisse wieder ein bisschen ernsthafter nachdenken? Naja, ich finde, das ist wieder mal ein Zeichen dafür, ja, wie wenig Realitätssinn dort existiert. Weil zurzeit ist ja das Haupthindernis für ein rot-rot-grünes Bündnis, das heißt nicht irgendwie Sarah Wagenknecht oder Dietmar Bartsch, sondern das Haupthindernis ist, dass es schlicht keine Mehrheit gibt. Und wenn Herr Kahrs meint, dass die SPD jetzt plötzlich stärker gewählt wird, weil ich mich zurückgezogen habe, scheint mir das doch eine ziemliche Fehleinschätzung zu sein. Also wer rot-rote Bündnisse möchte, der sollte dafür sorgen, dass seine Partei bei den Wählern wieder so akzeptiert wird, dass man zunächst mal eine Mehrheit hat. Und dann finde ich natürlich auch ein bisschen skurril, das letzte Mal, als es diese Mehrheit gab, das war im Jahr 2013 nach der Bundestagswahl, da hieß der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi. Und trotzdem hat es kein rot-rot-grünes Bündnis gegeben, obwohl man es hätte machen können. Und es ist nicht an uns gescheitert. Frau Münch.
Herr Kohn. Frau Wagenknecht, schließen Sie aus, dass Sie jemals wieder in einem politischen Spitzenamt tätig werden? Wissen Sie, Biografien haben oft viele, viele Wendepunkte. Und ich finde, das relativ, das ist so, wie schließen Sie aus, ob Sie morgen mit dem Flugzeug abstürzen könnten. Man kann in seinem Leben nie Dinge ausschließen. Aber ich habe diesen Schritt jetzt sehr bewusst gemacht und er ist auch so gemeint, wie ich ihn jetzt bekannt gemacht habe. Herr Peduto, sehen Sie? Dann waren wir hier fertig. Dann allerletzte Frage. Und dann ja, vielleicht noch zu einem anderen Thema gerne noch an beide. Wir haben jetzt fast auf den Tag genau eine große Koalition seit einem Jahr. Ich würde einfach interessieren, eine Zwischenbilanz. Was wird gut gemacht, was wird schlecht gemacht? Welche Noten kann man so nach einem Jahr GroKo geben? Ja, ein Jahr GroKo, ein Jahr Stillstand. Also es ist ja wirklich langsam komatös, wie sich diese Koalition verhält. Und ich hätte mir natürlich sehr gewünscht, dass von den vielen richtigen Dingen, die die SPD inzwischen fordert, dass sie auch nur eines davon in den Koalitionsverhandlungen vor einem Jahr eingebracht hätten, weil sei das der Mindestlohn von 12 Euro, sei das eben weg von Hartz IV, weil damals stand Frau Merkel mit dem Rücken an der Wand. Ob die SPD so bald wieder in einer so komfortablen Situation sein wird, derart auch Inhalte durchsetzen zu können, weiß man nicht. Diese Koalition hat sicherlich nicht die Politikfreudigkeit im Land erhöht. Und insoweit kann man sich einfach nur wünschen, dass es irgendwann mal Mehrheiten gibt, die eine andere, eine sozialere Politik in Deutschland ermöglichen. Es hat sich bestätigt, dass es sich um die Koalition der Wahlverlierer handelt. Die Koalition wollte nicht zusammenarbeiten, das haben beide vor der Wahl erklärt. Jetzt machen sie das trotzdem. Die Überschrift des Koalitionsvertrags ist vergleichsweise gut, aber das, was denn drin steht, ist schon sehr dürftig. Und bei der Umsetzung hapert es meines Erachtens sehr. Es ist schon bezeichnend, dass wir jetzt eine Situation haben, dass Hubertus Heil der einzige Minister der SPD ist, der wirklich etwas versucht durchzusetzen. Erwähnt es bei dem Thema Grundrente, da haben wir viel Kritisches zu sagen, wenigstens am Ball bleibt. Das ist ja wenigstens schon mal was. Aber das ist insgesamt viel zu dürftig. Diese Koalition wird keinen Aufbruch mehr hervorbringen. Frau Merkel ist in ihrer letzten Amtszeit, jeder weiß das. Es wird permanent spekuliert, wann sie aufhört. Das ist nicht gut fürs Land. Das ist vor allen Dingen nicht gut für Europa. Und deswegen wäre es gut, wenn es einen politischen linken Aufbruch in diesem Land geht. Der wäre dringend notwendig, auch nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. Das wäre dringend notwendig. Dankeschön, Dietmar Bartsch. Wir müssen an dieser Stelle leider abbrechen, weil die Fraktionssitzung beginnt. Und wir sind unheimlich diszipliniert und pünktlich. Deswegen danke für Ihr Kommen und schöne Woche noch. Tschüss. Soweit also Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Sarah Wagenknecht hat gesagt, in zwei Monaten stressbedingter Krankheit hat sie sich diese Entscheidung wohl überlegt. Sie wird also im Herbst nicht mehr antreten. Achim Unser im Bundestag hat das Ganze für uns natürlich mitverfolgt. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für die Linken? Dietmar Bartsch hat jetzt ja auch gesagt, es wird keine Neuausrichtung geben. Aber die Parteivorsitzenden, die dürfen das ja ein bisschen anders sehen, oder? Naja, natürlich haben Sie jetzt eine Kritikerin weniger in der Fraktion, zumindest Sarah Wagenknecht, wird eben nicht mehr dann so, sage ich mal, ihren eigenen Kopf durchsetzen, wie sie das bislang getan hat. Und insofern wird das Arbeiten natürlich für Bernd Rixinger vielleicht auch ein bisschen leichter. Andererseits, die Linken verlieren in gewisser Weise auch zumindest aus Zuschauersicht, aus Wählersicht ihr Flaggschiff, also ihre Vorzeigepolitikerin. Sarah Wagenknecht ist sehr bekannt, die bekannteste linken Politikerin, und das muss man natürlich auch erstmal verschmerzen als eine kleine Oppositionspartei. Achim, ist das ja sehr interessant. Du hast ja auch die Frage gestellt an Sarah Wagenknecht zu Johannes Kahrs, dem SPD-Politiker vom Seeheimer Kreis. Und bevor wir jetzt darüber noch mal genauer sprechen, wie du das Ganze einordnest, wollen wir uns mal genau anhören, was der SPD-Politiker gesagt hat. Also, dass Frau Wagenknecht nicht in der Lage war, mit irgendeiner Form von Regierung zu bilden, ist ja unstrittig. Und die Linke muss jetzt einfach, nachdem Frau Wagenknecht ihr zurücktritt, ihr Verhältnis zum Regieren einfach mal klären. Also sind sie in der Lage, Koalitionen zu bilden und Kompromisse zu schließen? In der Vergangenheit hätte ich immer gesagt, nein, das ist mit der großen Koalition besser. Nach dem, was da CDU und CSU an Streit abgeliefert haben im letzten Jahr, beginnt man doch zu zweifeln. Achim, da stellt man sich aber die Frage, und Sarah Wagenknecht hat es ja selbst gesagt, also im Moment gibt es ja überhaupt keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün im Bund. Also was bedeutet das aber vielleicht bei Neuwahlen oder in der Zukunft, dass auf Bundesebene jetzt wieder andere Bündnisse möglich wären?
Naja, immerhin. Also sagen wir mal so, Sarah Wagenknecht war ja diejenige, die die SPD immer wieder kritisiert hat. Das hat sie ganz ähnlich gemacht wie Oskar Lafontaine, der jetzt ihr Gatte ist. Und das war natürlich, sage ich mal, für viele in der SPD einfach eine Zumutung. Und deswegen haben sie gesagt, mit der Linken können wir also gar nicht, jedenfalls nicht mit dieser Frau. Allerdings, sie hat selbst ja darauf hingewiesen, du hast es ja auch schon angedeutet, es gibt keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Und die anderen, also vor allem Dietmar Bartsch zum Beispiel, also ihr Co-Fraktionschef, der schielt ja eigentlich auf die Wähler der Grünen. Und Sarah Wagenknecht, die hatte da eben ein anderes Programm, die war ja auch teilweise populistisch unterwegs, hat zum Beispiel gesagt, Zuwanderung begrenzen, hat aber eben versucht, da der AfD wieder Wähler abzujagen. Und dann hätte man sozusagen bei Rot-Rot-Grün am Ende ein Plus gehabt. Aber so ist es ja so, dass wenn die Linken demnächst bei den Grünen versuchen, mehr Wähler zu bekommen, ohne Sarah Wagenknecht, bleibt das ein Nullsummenspiel. Rot-Rot-Grün bekommt dann einfach keine Mehrheit. Achim, danke für den Moment in dem Bundestag. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und dann schauen wir nach London. Da geht das Brexit-Drama heute ja, man will noch nicht sagen, in die finale Phase, das traue ich mich noch nicht. Aber heute wird wieder abgestimmt. Das würde ich auch nicht so sagen. Nein. Da wird noch einiges kommen, Lena. Bleiben Sie bei uns. Tuck präsentiert ein exklusiv geschmackvolles Erlebnis für alle.